Moin. Also, ihr wollt wissen, was live bei Heaven Shall Burn so abgeht. Vorweg noch ein paar Hinweise / Regeln, die ihr beachten solltet, falls ihr sie auch mal live miterleben wollt. Erstens, es wird extrem wild. Haltet Geldbörsen und Co. gut geschützt oder nehmt sie erst gar nicht mit. Zweitens, das Burn in Heaven Shall Burn steht für Burn dir die Scheiße aus deinem Hirn. Damit meine ich, ihr werdet gegrillt, in Klammern schwitzen. Ein bisschen sportlich fit solltet ihr sein. Und mit Herz- oder Atmungsproblemen empfehle ich nicht die ersten Reihen. Dritte Regel, seid keine Drücker. Von denen gibt's mehr als genügend, das sage ich euch, mein lieber Schwan. Viertens, achtet erst auf euch, dann auf die anderen. Denn wenn ihr nicht hinfallt, fallen auch nicht mehr um. Und fünftens, habt Spaß dabei! Und jetzt, bitteschön, hier kommt der gesamte Auftritt von Heaven Shall Burn Summer Breeze 2014. Gib ihm! Mach's gut, Florian, schön, dich gekannt zu haben! Genau! Bis morgen, man sieht morgen, dich. Ja, bis morgen, genau! Ja. Guck mal, ob alles richtig gesichert irgendwo den Hof ausgemacht. Passt. Ich muss näher, ich sehe es unscharf. Ich habe die Brille nicht dabei. Ist das schon der erste Service mit da oder was? Thank you.
durchhaltet bei den Temperaturen, bei der Kälte, bei dem Regen, dass ihr wirklich jede Band supportet. Ich habe nicht anders erwartet vom Sommerfüß, das hat sich umgesprochen. Ihr seid die Besten. Danke. Hier ist Magenta, wirklich. Der nächste Song. Nein. Der nächste Song ist ideal, um uns langsam in Fahrt zu bringen. Es ist wirklich ein bisschen kalt, oder? Denke ich schon. Nein. Ich geht's hier einfach nur. Okay, das ist ein Vorteil für euch. Der Song heißt The Omen. Also, Jungs und Mädels. Oh mein Gott. Oh, my God.
Gruppe mit mir. Ja, immer noch. Scheiße. Oh,
Hunters! We'll be hunted! Hunters will be hunted! Kill the fucking hunters! Yeah!
zurück. Mit den Namen Mortis Plotz. Mehr
was er sagt. Schmeiß mal mehr als eine Dose, du Arsch. Dabei bin ich so in diesem... Naja, okay. Summer Breeze, es ist auch ein altes Stück. Der Name ist Programm, die Sonne heißt Behind a Wall. Jetzt ist es an euch. Nicht so klein, so gepitt. Wir hatten viele tolle Bands auf dem Festival und da waren bestimmt wunderschöne Circle Pits dabei. Wahnsinnig Wall of Deaths und was auch immer. Ihr wisst, was ich will. Ich will einfach nur Spaß mit euch allen zusammen. Egal wie. Oh, cool. Bewegung, Klatschen. Geh du mal voraus. Ganze Tür rechts, du fängst an. Und ganze Tür links, du fängst an. Und ihr macht sowieso die ganze Zeit an. Ich will Bewegung! Bewegung, keine Wall of Death und sowas. Nein. Ich will Bewegung! Lauf! 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 Achtung, da ist was kaputt. Frag ich mich ganz ernsthaft, wo das enden soll.
Es könnte das Beste, das geilste Sommerfestival für Heavenshaw Burn bedeuten. Und wir hatten viele gute Festivals. Gott sei Dank. Danke, Fans. Links, Leute. Ja, genau. Nur links. Ihr kommt alle noch dran. Ich möchte einfach eure Hände oben haben. Alle. Für die Veranstalter vom Summer Breeze, die das jedes Jahr hier so auf die Beine stellen, viel Geld investieren und eure Verbesserungsvorschläge auch ernst nehmen. Ich denke, ihr seid sehr zufrieden, sonst würdet ihr nicht hierher kommen, es nicht ausverkaufen. Nur die linke Seite. Gut, reicht. Aufheben. So, die rechte Seite. Jetzt habe ich... Ja, warte, ihr wisst doch gar nicht, was da. Die rechte Seite, hallo. Hallo. Jetzt geht es nicht um die Veranstalter, nein. Es geht eigentlich um die Leute, die die ganzen Strümpfe, die das gar keiner mitbekommt, die das alles aufbauen. Für mich heute wirklich kein Witz, habe ich vorhin erlebt, eine Putzfrau, die heute ungelogen 40 Mal die Toilette immer sauber gemacht. Für die einen schönen Gruß und Respekt. Aber nicht nur sie, sondern die ganzen Leute, die hier die Bühne aufbauen, abbauen, die Kabel ziehen, die uns transportieren, die Security, alle, die dazu gehören. Für die rechte Seite jetzt, Hände für die Jungs, die Mädels. Gleich, später. Die Mitte, hallo Mitte. Ihr habt's ganz einfach. Ich will einfach eure Hände für die ganzen Bands, die natürlich hier Wahnsinnssätze hingelegt haben, die tolle Arbeit geleistet haben. Arbeit will ich nicht nennen, ich denke, ihr habt Spaß hatten. Gebt mir Standing Ovations für die ganzen Bands auf dem Festival. Reicht. Jetzt haben wir noch was vergessen. Ihr merkt, ihr wart dran und ihr. Nicht alle. Doch das Leben auf so einem Festival funktioniert nur, wenn ihr alle zusammenklatscht. Und das liegt an wem? An euch! Vielen Dank, Summer Breeze!
Ich genieße nur den Blick, entschuldigt, wenn ich mal nicht brauche. Es ist nicht alltäglich, deswegen. Summer Breeze, ich will einfach Danke sagen für all die, die uns heute natürlich hier unterstützen und supporten, aber auch die schon die ganze Zeit hier in Deutschland. Wenn's geht. Oh, oh, ich fall gleich. Ich drück lieber mal. Ich drück mal. Irgendwie die Leute werden. Thank you.
Thank you.
politische Aktion, dass ihr wirklich ganz vorne steht. Danke, wir sehen euch ganz genau. Und die Jugendlichen, jetzt ist es Zeit, nehmt die Mädels auf die Schulter, bringt sie hoch. Ich habe heute genug schöne Mädels gesehen. Und noch vielen Dank, weil das sein Gesetz, alle, die so im Regen standen und trotzdem verharrt haben, bitte ihr Autogramm hat. Respekt! Für euch! Ist sicher niemand. Ja, sehr gut. Genau.
Ist alles in Ordnung? Ja! Weil ich hab ganz schön gestreitelt hier, deswegen frage ich nochmal nach. Niemand verletzt? Nein. Habt ihr noch ein bisschen Sprit im Tank? Ja, erst nach. Wie sieht's da hinten aus? Aha. Und hier hinten rechts, die verstecken sich die ganze Zeit. Alles in Ordnung? Ja! Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt mich unterstützen. Der Song heißt The Weapon. The Weapon! The Weapon! Yeah.
heute macht es einfach nur groß. Und nicht da, dort, dort, einfach nur groß. Fangt schon mal an. Ganz langsam, schön gemütlich. Es ist auch nicht so lang, der Song. Verbindet euch mit denen da hinten. Nutzt das Feld. Und ihr links da drüben. Ihr da rechts am Notausgang. Und auf der Ehrentribüne sowieso. Und die feinen Pinkel da oben, natürlich auch. VIP. Wahnsinn. Leute, das muss, ohne Scheiß, das muss echt groß werden. Das haben wir am Montag, wenn es bei YouTube ist, wieder ein E-Mail von Rob Flynn im Postkasten. Aber Pit war größer. Labarababa. Wollen wir das auf uns sitzen lassen? Nein! Das ist ja... Summer Breeze, bleibt sportlich. Ganz besonders. Es war von Anfang an ein Highlight, wo wir hier zugesagt haben, angefragt wurden natürlich zuerst und dann zugesagt haben, dass wir hierher kommen dürfen. Weil, wer sich daran erinnern kann, wir waren letztes Jahr mal hier, hatten zufällig einen Day-Off, wollten unbedingt hier zum Festival. Wir hatten die Möglichkeit, einfach nur mal abzuhängen, teilweise im Publikum, teilweise oben Bands anschauen. Und was ich da gesehen habe, das habe ich vorhin auch anfangs schon erwähnt. Das Besondere an Summer Breeze für mich persönlich, und ich habe auch schon das ein oder andere Festival jetzt mittlerweile kennengelernt,
egal wer spielt, ob das nun 12 Uhr ist, 14 Uhr oder jetzt 22 oder 24 Uhr, es ist immer ganz viele Leute schon da, supporten die Bands. Es ist immer total fair und jede Band, kein Witz, die wir kennengelernt haben, die hier schon spielen durften, schwärmt von diesem Festival. Das liegt nicht nur an dem Festival, sondern natürlich an uns. Deswegen Summer Breeze, es ist nicht selbstverständlich, auch nicht für uns, schon gar nicht. Deswegen vielen, vielen Dank! Geht da noch was? Ja! Wir haben da noch so eine Metal-Ballade.
mit so einer Band, ich glaube, die sind so eine Newcomer-Band aus Australien. Ich glaube, die nennt sich Parkway Drive oder irgend sowas. Wer Lust hat, kommt rum, wir haben was Besonderes vor mit euch. Es wird ganz einfach, versprochen. Vielen Dank, Summer Breeze! Meine Fresse, man kann aber auch gar nichts. Das war gestern, Entschuldigung. Übrigens, schön groß für den HP, der wäre gerne heute hier, aber naja. Das Vollplayback gestern war zu viel des Guten. Kein Scheiß. Kein Scheiß, der hat echt gesagt. Der wäre wirklich gerne hier. Der hört gerne so eine Musik, kein Witz. Gestern kennengelernt, den alten Mann. Guter Kerl. Okay, Summer Breeze. Bevor ich hier aus dem Nähkästchen plauder. Das will auch keiner hören und verstehen. Okay, ihr entscheidet. Ali, stimm mal kurz an. Ich meine mit deiner Stimme. Kriegen wir das zusammen hin? Ali, stimm mal kurz an und ihr, wir testen mal, ob das...
Twilight Summer Breeze. Vielen, vielen Dank, viel Spaß in der anderen Band. Und wer Lust hat und noch Kraft, zu Biohazard ins Zelt und einfach nur Abriss. Dankeschön. Tschüss.